Wir kommen von den Bayern zum Rest der Champions League. Das an der Stelle noch kurz erwähnt. Rückspiel am 5. März. Das Achtelfinale der Champions League wird ja fast monatelang in die Länge gezogen. Darum erst am 5. März werden wir wissen, wie es mit Bayern gegen Lazio und vielleicht auch mit Thomas Tuchel beim FC Bayern dann weitergeht. Jetzt schauen wir uns noch einmal an, so viel Zeit muss bei Reif ist live sein, was Marcel Reif denn eigentlich vor dieser Champions League-Woche getippt hatte. Ganz interessant, ja, Kopenhagen, Man City war ihr Tipp 0-2, Endstand 1-3. Lazio gegen Bayern hatte mich schon am Montag überrascht, 2-1 für Lazio, also ein Näschen gehabt. Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad San Sebastian, 2-0, exakt. Und, da ich Ihnen ja immer wohl gesonnen bin, Herr Reif, Leipzig gegen Madrid hatten Sie ein 1-1 vorhergesagt. Es ging zwar 0-1 aus, aber wir haben ja alle gesehen, dass ein Tor für die Leipziger hätte gegeben werden müssen. Oder? Können. Ah, warum können. Nur können? Weil er ihn schubst. Und weil aber der Torwart hätte den Ball überhaupt nicht erreichen können, hätte nicht eingreifen können. Alle waren sich einig, dass es ein Tor war, Herr Reif. Nicht machen alle. Sie Ihren Tipp nicht kaputt. Alle. Ich habe noch andere gehört, die waren sich nicht ganz so einig. Also, wenn ein Spieler im Abseits ist, ob der Torhüter dann noch mal drankommt oder nicht, ist, dann machen wir ein Gesamtpaket. Naja, hat er eingegriffen oder nicht? Das ist ja so in dem Frage. Moment, wo er einen Torhüter schubst und greift, damit wird er aktiv. Das kann man so pfeifen. Das musst du aber nicht geben. Also insofern, ich bin bei Ihnen, sagen wir 60% würde ich das Tor, hätte ich das gelten lassen. Wir hören, was der Trainer sagt, ja, oder? Na, lassen Sie mich raten. Marco Rose, der Leipzig-Trainer, der seine Fassung dann schon wieder gefunden hatte nach dem Spiel. Wenn er sich das nochmal anguckt und wenn er ehrlich ist, dann gesteht er sich einen Fehler ein. Und wenn er das macht, dann bin ich auch fein damit, weil Fehler darf man machen. Jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Es gibt Leute, die sich das nochmal angucken können. Die Art und Weise, wie der Linienrichter die Fahne schon gehoben hat. Er hat beim Freistoß mehr oder weniger das Zeichen für Abseits gegeben. Abseits war es auf gar keinen Fall. Also es passt alles nicht zusammen. Es ist alles nicht rund. Ist nicht rund. Und der Kernvorwurf von Rose, auch ein Dauerthema bei uns hier, ist: Warum geht der Schiedsrichter da nicht selbst noch einmal an den Schirm? Bei der Leistung des Schiedsrichters an diesem Abend, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob es was Besseres produziert hatte. Wirkte schon völlig überfordert mit dieser Partie. Der wirkte wirklich überfordert. Aber bei so einer, ich sag mal, nicht ganz einfachen Linienentscheidung, sondern schon auch ein Gefühl für die Situation bekommen, fahrlässig, oder? Ich glaube, das waren Holländer, die da draußen den wahr gemacht haben. Also das ist doch ein Zusammenspiel und das muss funktionieren. Sonst ist mit der wahr wirklich eine eher Belastung als Hilfe. Also die da draußen müssen sagen, du pass auf. Ich meine, nochmal, wir als Laien jetzt, oder sagen wir mal talentierte Laien, wir erkennen so eine Situation. Klugscheißer. Und diskutieren darüber, aber mit gutem Grund. Ich denke doch, das müssten doch erwachsene Menschen, die Schiedsrichter sind, mein war da draußen ja auch, die müssten doch untereinander aufs Öhrchen sagen, du pass auf, guck's dir nochmal an, ich weiß auch nicht. Also ehrlicherweise, er schubst, aber der Torhüter kann gar nicht rankommen. Geh selber gucken, entscheide du. So würde ich es machen. Helfen, sich gegenseitig helfen, um am Ende zu einer vernünftigen Beurteilung zu kommen. Die muss uns nicht immer gefallen und den betreffenden Trainer wird sie immer noch nicht toll finden. Aber dann hätte das etwas, weiß ich nicht, etwas gutwillig konstruktives. Das würde sich runder auch anfühlen. Ja, oder? Das, was Rose meint. Das alles ist so, der sagt so, der Linienrichter hebt die Fahne. Das kann passieren, dass er falsches Abseits zeigt. So schnell, wie er es gezeigt hat, ich höre doch immer, sie sollen warten noch mit dem Zeigen. So, und dann denkst du wieder, aber das der Ball. Das regt mich immer am meisten auf, muss ich sagen, wenn bei 5 Metern Abseits man die Leute da noch 30 Meter sprechen lässt. Sich gegenseitig dort noch im Zweikampf die Beine, aber das macht nichts. Jetzt geht mal. Also das wirkte nicht rund. Und ich verstehe Rose, weil sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht, Leipzig. Und sie hätten wirklich mehr verdient gehabt als eine Niederlage. Jo, jetzt hören wir mal Toni Kroos zu, der ja in Leipzig gespielt hat mit Real und
bei dem gerade Fußball-Deutschland diskutiert. Ist er bei der EM dabei? Macht er uns dort stärker? Können die anderen das genauso gut? Ist seine Persönlichkeit genau das, was uns fehlt? Entschieden worden ist in jedem Fall noch nichts. Und Kroos hat Einblick gegeben in seine Gedankenwelt zum Thema Zukunft bei Real und bei der Nationalmannschaft. Ich bin froh, mit meiner Entscheidung dieses Jahr hier dran gehangen zu haben. Jetzt muss ich noch mal überlegen. Die Wahrheit ist, dass ich den Moment genieße, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich diese wichtige Entscheidung treffen muss. Und was die Nationalmannschaft angeht, ist es dasselbe. Ich denke darüber nach. Es gibt die Möglichkeit, das ist wahr. Am Ende werden wir sehen, aber ähnlich wie bei der Vertragsverlängerung bei Real, weiß ich noch nicht, ob ich wieder für den DFB spielen will. Igual que con la renovación, de momento no lo sé. Soweit Toni Kroos im, nach meinem Verständnis, perfekten Spanisch, auch wenn ich dieser Sprache nicht mächtig bin, aber es klingt toll und Marcel Reif nickt zustimmt. Ja, er lebt ja lang genug dort, also. Und 10 Jahre, ja, aber auch da gibt es Fußballer, die sich dem nicht erfolgreich verweigern. Nein, und er grinst ostseehaft, Fischkopfmäßig in die Runde und sagt, Leute, ich weiß es noch nicht, aber er ist der Herr des Verfahrens. Das wollte ich jetzt fragen. Wartet er darauf, dass Nagelsmann sagt, ja, ich will dich? Oder wartet Nagelsmann darauf, dass er sagt, ja, ich komme? Dann sind wir im Sandkasten wieder und spielen Murmeln. Sondern Nagelsmann hat der Hund das schon längst gesagt. Hör zu, wenn du willst, ich sehe doch, was du da zusammengurkst bei Real. So, und wenn Sie sich dieses Spiel angucken, gestern da in Leipzig. Dienstag, ja. Und wenn Sie sonst gucken, was der für diese Mannschaft bedeutet, oder fragen Sie Ancelotti. Ist es gerade auch die Frage der Persönlichkeit, die der Nationalmannschaft zutun würde? Ja. Fußballerisch, wir wissen alle, wie sicher Toni Kroos grundsätzlich im Pass ist. In Leipzig waren auch 2, 3 Dinger dabei, die waren jetzt nicht so Toni-like. Aber es waren noch 10 andere dabei, wo du sagst, genau dafür brauchst du den. Aber er hat das Spiel auch nicht so dominiert, dass man hinterher sagen würde, Toni, ja, um jeden Preis bleib hier. Sondern es ist so ein bisschen das Gesamtpaket, was man mit ihm ja holt. Also, ich kann über Toni Kroos kann ich nicht diskutieren. Wenn wir bessere haben, dann musst du... Haben wir bessere? Ich sehe keinen. Also Sie würden ihn auch mit zur EM nehmen, aber selbstverständlich. Weil ich auch nicht davon ausgehe, dass er Randale macht, wenn er heute nicht spielt gegen... Ich glaube schon, dass er, Schottland, wenn dann auch die Zusage will er spielen, haben will. Will er dass die Idee so ist. Er will sich eine Idee vorgeführt haben. Und das wird, sonst, wenn Nagelsmann das nicht macht und nur, Toni, du musst glücklich sein, wenn ich dich rufe. Also dazu ist er, wie gesagt, zu sehr Herr des eigenen Verfahrens. Und der Scheitel geht immer weiter in die Mitte. Wo endet das, frage ich mich immer im Moment bei ihm. Nein, der ist Toni Kroos so gut wie, weiß ich nicht, ob er jemals schon besser war als jetzt. Und du, diese Ruhe, die der ausstrahlt, das wäre die Persönlichkeit, die du eventuell noch bräuchtest, um so ein Wirtz und so ein Musiala und solche Jungs, denen den Rücken frei zu machen. Unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt einmal ganz kurz ganz stark sein, denn wir reden jetzt über ein Foto von Erling Haaland. Wir werden es Ihnen kurz beschreiben, aber es wirkt halt in der Gesamtoptik noch mal besser. Denn beim Spiel, beim Sieg in Kopenhagen fliegt er hier wieder, Herr Reif, ich weiß nicht, da wird er, glaube ich, auch 2 Meter schaffen beim Hochsprung ungefähr. Mit der Technik, gleichzeitig fixiert er den Ball. Das ist auch so eine Schussart oder eine Schussbewegung, die kann man gar nicht vergleichen mit den Fallrückziehern oder Seitfallziehern der letzten 60, 70 Jahre, sondern das ist der Haaland, oder? Also was macht der da eigentlich genau? Ich habe die Szene gesehen und schon beim Normaltempo, also nicht Foto, jetzt Standbild, sondern im Normaltempo, das kann nicht wahr sein. Also wo kriegt er das Bein da oben hin? Und dann musst du ja landen. Und dann denkst du normal und gesund so, bleiben, ja. Schultergelenksprengung ist das Minimum, was dann kommt. Ausgerenkte Schultern, alles, was da alles passieren kann. Nein, der ist schon ein Athlet. Also den nur auf seine Größe und sein Tempo zu reduzieren, Der hat seinen Körper am Laufen, hat aber kein Tor geschossen. Da sagt, ihr könnt euch eure Standbilder in die Haare schmieren. Wenn ich kein Tor schieße, bin ich schlecht gelaunt. Es hat aber gereicht. Und gleichzeitig ist mein Eindruck, dass seine Rückkehr schon auch Man City wieder anders strahlen und trotz all der Superstars, die dort im Kader sind,
einfach besser macht, sowohl in der Meisterschaft als auch jetzt auch dieser sehr souveräne Sieg in Kopenhagen. Wir reden über Erling Haaland. So, das macht ihn besser und vor allem die Gegner macht es ein wenig nachdenklich. Wenn einer so hochspringen kann, das hast du nicht gern auf der anderen Seite. Also, City ist eine andere Mannschaft.